Hallo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Das ist gerade mein dritter Anlauf zum Video gerade, weil ich hab's davor irgendwie zweimal in der Tonhöhe richtig verkackt. Wir machen heute die World Tournament Summons und das, obwohl die Rewards noch nicht da sind, aber ich kann's nicht mehr aushalten. Ich möchte meine Summons sehen, weil wenn man die hier so sieht ganze Zeit und seine Tickets nicht ausgeben will, weil man kann ja nicht, ich meine zwischendurch einfach mal Summons, wie die meisten von euch wahrscheinlich. Ich spare das ja für ein Video. Hier habe ich jetzt leider nur zwei am Ende. Da fehlt mir eins zum nächsten. Oh nein, wir machen jetzt keinen. Und hier habe ich aber einige. Okay, was heißt einige? Hier habe ich ein paar Summons immerhin. Also starten wir auch mit dem... Ich hoffe, man hört nicht meinen Browser im Hintergrund. Wir starten also mit dem World Tournament Prizes Summons. Also... Ach, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was ich aus dem hier haben möchte. Ich glaube, vielleicht noch ein paar General Blues oder sowas. Der Goku hier wäre mega unnötig. Der hat weder ein Rebirth noch keiner groß was. Den Piccolo habe ich auch schon. Der hier wäre okay. Der hat ja ein Rebirth bekommen. Er hat auch ein Rebirth, glaube ich, gehabt, oder? Ja, ich glaube schon. Ist auch okay. Scheiße. Der Rest ist so, mehr will ich nicht unbedingt haben jetzt. Also, wir hoffen auf die, die auf dem Bild sind. Ganz einfach. So, es geht los. Single Summon Silber Tickets. Mal sehen. 1, 2, 3, 4. Vier Schiffe. Kein Rainbow. Kein Super Saiyan. Starten wir mit dem Beigeist. Wäre unfassbar sick, wenn wir mit dem Beigeist starten, Alter. Okay, oder wir starten ohne Beigeist und mit einem Rare, obwohl wir vier Schiffe hatten. Willst du mich denn verarschen, Spiel? Alter Schwede, was eine Scheiße. Gut, den habe ich auch auf meinem japanischen Account gesammelt mit den Tickets. Ziemlich hässlich und ziemlich unnütz. Ich weiß immer noch nicht, warum... Wieso gibt es denn auch Rares im Spiel? Die sind... Könnt ihr da nicht wenigstens gute Rares reinpacken? Zwei Schiffe. So, vielleicht diesmal mal ein SR. Okay, oder auch nicht, was ist denn los? Jetzt ein Beigeist? Nein, sieht nicht so aus, oder? Nein. Der war früher mal ganz gut, bis es dann den AGL Shenglong-Typen gab, weil der hat ja den Shocking Speedling, weil er war der einzige AGL-Stealer von der Zeit, wenn ich das richtig weiß. Aber trotzdem, der ist auch kacke. Wir haben jetzt mit zwei Rares hier reingestartet. Das ist nicht so geil. Ich hoffe, ja, mein Audio ist an. Satan rechts, Alter. Kann mir eigentlich einer mal erklären, warum Satan in das Bild reinfliegt? So nach oben? Macht das Sinn? Satan rechts und Baseform. Mann. Hab ich das vermisst. Ja, und wer ist das, Alter? Gidan. Gegen den hat Goku gekämpft. Der mit seinem komischen... War das Kleber? War das seine Zunge? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war sein komischer Kleber da. Kannst du irgendwas? Nein. Alter. Die können auch ruhig mal neue World Tournament Karten bringen, oder? In diesen Dragon Ball Saga Summon. Die haben jetzt Rebirths rausgehauen, aber wann sind da zuletzt neue Karten jetzt losgekommen? Satan rechts? Unfassbar geil. Lass mich starten. Rare. Oh mein Gott. Super Saiyajin. Super Saiyajin 2? Was? Oh mein Gott, Leute. Und sogar General Blue, Alter. Sick. Alter. Ihr seht schon, es ist... Ich habe so scheiße gezogen, dass es mich schon hype, wenn ich ein SR bekomme. Aber ich glaube, es ist wirklich der beste SR, den man aus dem Summon kriegen kann. Jetzt mal zur Rechtfertigung nochmal. Satan rechts, alter Schwede, ich krieg hier Aggression. Hat mein Handy vibriert, YouTube-Kommentar wahrscheinlich. Ist mal diese Doppelvibration. Und ja, natürlich, letztes Silberticket, SR. Wunderschön. Ich kann die Karten alle nicht leihen, die Rares aus dem Summon. Sind alle richtig scheiße und unnütz. Mann, ich finde, also, haben sie irgendwie auch die Anzahl der Tickets, die man hier hat, zurückgefahren oder zurückgeschraubt? Ich habe das Gefühl, ich habe voll wenig Tickets bekommen. Also gut, die Rewards kommen ja noch, aber das sind auch nicht so viele Sachen jetzt. Mal sehen, das goldene Ticket. Direkt Satan links mal. Instant Saiyan. Ah, okay. Bin schon ein bisschen gespannter. Super Saiyan 2. Bin immer noch davon überzeugt, dass Super Saiyan 3 im World Tournament nicht geht. Hat das irgendeiner mal gehabt? Bunny Bulma. Die hatten Dokkan Awakening, wenn ich das richtig verstehe. Verstanden habe, so. Das heißt, ich werde sie nicht verkaufen, aber... Okay, ich glaube, hier Dokkan Awakening war nicht so schlecht, aber dauert halt noch ein Stück bei uns. Ich glaube, ein Super Saiyan 3 ist wirklich nicht möglich bei denen hier. Ich finde, man sollte 5 goldene Tickets oder so für ein Multi benutzen können. 3, 4 Schiffe. So ein, wie dieser 150er Multi, dass du 5 Charaktere auf einmal dann kriegst. Ah, schon wieder Super Saiyan. Die goldenen Tickets sind schon geiler, obwohl da kein Unterschied besteht. Ah, Super Saiyan 2. Ah, wie gesagt. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es einen Dreifachen gibt. Und Lunch. Verdammt nochmal scheiße, Alter. Wie oft habe ich schon Lunch bekommen? Ich level ja nicht mal die Super Attack, ich verkaufe die mal direkt. Aber gut, wir haben ja noch 5 Summons.
Also jetzt haben wir noch 5 Summons. Ich kann natürlich zählen. Satan rechts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wird eh ein Rare? Na, es wird ein Rare. Ich habe leider, hat man rechts oben gesehen, keine Stones mehr. Das heißt, ich kann beim World Tournament nicht weiterspielen. Erst wieder, wenn der nächste Tag anbricht. Und schon wieder die hässliche Mumie, Alter. Erst wenn der nächste Tag anbricht, kann ich mir wieder Stamina refillen. Und dann einmal das World Tournament spielen. Das ist echt scheiße. Ich verliere so meinen Rank. Hab nämlich ein Multi beim Rody Banner gemacht. Habe ich jetzt nicht aufgenommen, war halt nur ein Multi. Und das zeige ich euch dann am Ende einfach. Da kann ich euch schon sagen. STR, Genkidama Goku, mein vierten oder so. Und Tech Buu. Ja, scheiße also. 2 Schiffe. Ah, Instant Saiyan. Immerhin wieder ein SR. Oh Gott, bitte ein guter. Super Saiyan 2. Ich hoffe ja immer, dass meine These widerlegt wird, dass es keinen Dreifachen gibt. Die ist absolut unnütz. Mir fällt nichts ein, wofür sie gut ist. Ich glaube, sie gibt STR-Type Ki plus 3 oder sowas. Ja, aber sonst... Ich weiß nicht, wofür sie gut sein sollte. Absolut scheiß Charakter. Wird wahrscheinlich... Okay, vielleicht kriegt sie irgendwann mal ein Rebirth. 1, 2, 3 Schiffe. Ah, komm schon. Super Saiyajin. Okay, 3 Schiffe und Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Und immer noch, die These ist nicht bestätigt, dass der Dreifache möglich ist. Und es ist schon wieder sie. Kaum rege ich mich über die Fotze auf, kommt sie direkt ein zweites Mal. Ist doch unfassbar, das ist Mobbing. Kurzer Cut. Bei mir ganz an meinem PC, meine Geräusche hier nerven. 3 haben wir noch. Also nochmal 3 schlechte SRs und 3 Rares. Ich habe das Gefühl, bei diesen Summons habe ich unfassbares Pech immer. Satan rechts. Oh, Rainbow. Natürlich verwandelt er sich jetzt in den Super Saiyajin. Das ist ja jedes Mal so, wenn ihr Rainbow bekommt. Und Satan rechts, sonst ist er immer Baseform. Und dann Super Saiyajin. Wahrscheinlich wieder eine Bulma. Kurz verschluckt, Alter. Alter. Gut, SSR. Hab ich schon. Also weiß ich nicht genau, was ich mit dem machen soll. Scheiße, Mann. Dupe System lohnt er sich absolut null, wenn ihr mich fragt. Also, wir gucken uns die Karte einfach mal an. Aber ich mag das Art. SDR Attack plus 50. Mehr Extremer Damage nur. Seine Passive ist wirklich unfassbar schlecht. Die sollten sie upgraden. Wirklich unfassbar schlecht. All Enemies Attack minus 12. Ja, und verwandelt sich halt vielleicht, aber seine Links sind... Big Bad Bosses ist schon mal ein guter Link eigentlich, aber er hat keine wirklichen... Ich sag halt keine Keylinks und der erste, den ich zeige, ist ein Keylink. Eigentlich hat er voll viele... Er hat voll viele Keylinks, aber die sind alle in diesem Dragon Ball Bereich. Ja. Okay, sorry, er hat Keylinks, aber trotzdem allgemein sein Schaden ist scheiße. Kommt bei mir nie über 50.000. Vielleicht... Ich glaube, ich werde ihn nicht in Dupe System aufbessern, dafür... Ja, das lohnt sich nicht. Aber er ist auch keine Barber-Punkte wert, weil es ein World Tournament Charakter ist. Kacke, Mann. Super Tech Level vielleicht. Ah, ein Schiff. Instant Saiyan Rainbow. Oh shit, Alter. Ein Schiff, Instant Saiyan und Rainbow. Saiyan 2. Komm schon, komm schon, komm schon. Widerleg meine These, dass du dreifacher. Dass du doch dreifacher gehen kannst, was? Bunny Bulma. Die müsste ich ja langsam schon auf Super Tech Level 10 haben. Und letztes Ticket in der Dragon Ball Saga. Bin ich ja mal gespannt. Jetzt vielleicht nochmal einen dieser Dokkan-Awakeban-Piccolos kriegen. Ein Schiff sieht nicht so aus. Ein Schiff und Super Saiyajin, okay. Hoffnung besteht. Zweifacher. Komm, 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 komm. Einmal dreifacher, bitte. Und wir kriegen nochmal die Lunch. Also, ich habe das Gefühl, die Rates für Bulma, Lunch und diese Rare-Fotzen ist bei 99. Und dann mal General Blue oder SSR Piccolo etc. bei 1%. Weil, gucken wir mal kurz aufs Banner. Die meisten Charaktere, die, also hier in der Liste sind ja nur die, die wir auch immer summonen. Gut, den Goku jetzt nicht, aber ich meine die hier alle, die kriegt man einfach unfassbar oft. Die jetzt nicht so oft, aber und aber die Charakterliste hat ja noch viel mehr zu bieten, wie zum Beispiel General Blue und sowas. Moment mal. Okay, das ist dieser Mutaito. Murasaki, RR, okay, warte, das sind jetzt alles Rares. Wo ist denn der, den ich meine jetzt? Bulma, Bulma. Namu, den kriegt man auch richtig selten eigentlich, aber der ist auch scheiße. Oolong kriegt man auch nicht so oft. Devilman kriegt man auch nicht so oft. Yamchu, General Blue, kriegt man alle... Lol, was? Tien? Was? Es gibt hier einen Tenshinhan drinne? Ich kenne den Tenshinhan hier drin gar nicht. Den google ich mal danach, ohne Scheiß. Das sagt mir gar nichts. Gut, dann gehen wir zu dem Guaranteed SSR Summons. Kurzer Cut. Ich hasse das, ich hasse das. Hier sind ja jetzt die World Tournament Charaktere drinne. Von denen hier allen würde ich wahrscheinlich am meisten... Okay, ihn hier für Monophysisch wahrscheinlich brauchen, weil er Orbs Change und ein Dokkan Awakening hat. Den Bardock habe ich schon.
Ja, ich will von denen ja eigentlich keinen. Ich will so einen normalen SSR. Hoffen wir einfach mal, dass ich einen normalen SSR kriege. So, wir steigen ein. Vielleicht kriegen wir eine geile Animation. Kann ja passieren. Auch wenn es ein garantiert SSA ist, kann ich ja gerne, sagt dann rechts, eine geile Animation dazu haben. Instant Saiyan. Vielleicht ein Super Saiyan 3. Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Komm schon, komm schon, komm schon. Verdammt. Ich wünsche, es gäbe immer eine geile Animation bei sowas. Ah, du... Geil! Fuck, Alter. Mann. Es ist keiner von dem Guaranteed SSR Banner Bild. Aber ich habe davon schon zwei. Das heißt, Dupe habe ich auch schon benutzt und... Ah. Entweder level ich die Super Attack oder ich werde die von Baba Points verkaufen. Ohne Spaß jetzt, ne? Ja, wahrscheinlich dann eher Super Attack. Der Tech Vegeto. Der ist ja in meinem Mono Hero Team. Ist jetzt aber nicht allzu schlecht. Ich mag den. Weil er Attack and Defense plus für alle gibt, wenn er Dokkan Awaked ist. Ja, leider habe ich schon Dupe für links oben. Rechts unten kann ich ja erst lang auf Super Tech Level 10. Ich muss gucken, was ich mit dem mache. Es fehlt mir hier leider ein Ticket. Das werde ich kriegen, wenn ich wieder Stamina habe und das World Tournament weiterspielen kann. Das heißt, wir machen das goldene Ticket. Und ganz ehrlich, was ich mir am meisten wünsche, ist STR Gott Goku. Ich möchte diesen STR Gott Goku seit einer Ewigkeit. Satan rechts. Das wäre jetzt das Geilste, wenn ich den jetzt summon. Oh, Rainbow. Super Saiyan, schade. Ich dachte, wir kriegen bei, Guys. STR Gott Goku, Alter. Bitte, bitte, betet mit mir. Super Saiyan 2. Ah, wieder keine krasse Animation. Und. Fuck! Scheiße, Mann! Wieso? Von dem habe ich auch irgendwie schon drei Stück oder so. Das heißt, das Dupe-System bringt mir bei ihm auch nichts. Mann! Oh, ist der scheiße. Gott. Der Tech Super Saiyan 3 Vegeta wäre der letzte, mit dem ich jetzt gerechnet hätte. Okay, wir haben keinen World Tournament Charakter bekommen. Was okay ist, hat er gesagt. Wenn dann der physische Goku vielleicht. Aber er hier, da wäre ein World Tournament Charakter wirklich besser gewesen. Der ist unfassbar schlecht. Er ist nicht schlecht, aber für ein Team, was ich jetzt schon habe, so ist der wirklich... Ja, ich habe ihn im Mono-Tech-Team noch, aber auch nur, weil ich nicht so viel krasse andere habe. Mann, Alter. Wieso er? Das ist auch so eine Karte, die habe ich schon so oft gesammelt, die kann ich nicht mehr sehen. Warte mal, wenn wir auf Character-List gehen. Da. Sortieren nach Character. Ganz viele Gokus, ganz viele Freezers, für Golden Freezer noch. Wo sind sie denn? Meine Bardocks. Übrigens hier mein Tech-Boo, den ich gesammelt habe. Kann ich ja die Super-Tech leveln, wenn ich ihn hier ganz oft awake. Und wo ist jetzt der Dings? Zwei Blues. Hier, Alter, vier von diesen Super Saiyan. Vier von diesen STR-Gokus. Mann, wo ist der? Hier. Hä, davon habe ich noch mehrere gehabt. Hab ich den? Ah, den einen habe ich schon im Dupe-System benutzt. Ja, ich habe einen Dupe-System benutzt schon. Geht aber auch kaum erweitert. Ich habe halt nur ein bisschen mehr Crit gegeben. Hier, seht ihr? Aber sonst, der ist zu... Ich glaube, ich werde ihn in den hier reinfeeden. Ohne Spaß. Weil noch ein Dupe bringt mir halt gar nichts mehr. Jetzt, wenn ich links oben schon offen habe. Und die Super-Attack von ihm... Ja, die bringt mir jetzt auch nicht so viel auf 2. Ganz wieder Bulmas, ganz... Das fuckt mich gerade voll ab. Den Vegeto, den habe ich ja auch schon. Wo war denn der? Habe ich jetzt auch schon dreimal. Hier. Selbe Prinzip wie mit Vegeta, nur dass er besser ist. Da habe ich auch schon einen Dupe reingefeedet. Da habe ich aber auch schon ein bisschen was vom Dupe-System so gemacht. Heißt, die Summons... Die Summons heute waren insgesamt nicht wirklich erfolgreich. Das deprimiert mich ein bisschen wie immer, aber gut, gut, gut. Irgendwie, seit dem Vegeto-Banner läuft es gar nicht mehr mit Summons bei mir, weder JP noch Global. Weiß nicht, wieso mich das Spiel seitdem hasst. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder erstmal 5000 Stones rausschmeißen, bis der nächste Klasse kommt. Ist halt so. Geht mir auf den Sack, aber ist halt so. Ha, in der Beschreibung findet ihr den Link zu der Dokkan-Facebook-Gruppe. Da könnt ihr auch eure Summons zeigen und Hilfe bei Events bekommen. Könnt mir auch eure Summons in die Kommentare schreiben, wie immer, damit ich neidisch werde. Ich like die da meistens nur, weil ich zu verletzt bin, um sie zu kommentieren. Lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr mich noch nicht kennt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, Nobel, und ciao!